gute Architektur, die den Technikstand berücksichtigt, ist gar nichts. Aber eine gute Architektur muss es immer auch berücksichtigen. Hört man dann so durch in ein paar Sätzen immer wieder, dass er halt einfach auch vor dem Nachbarn sich da präsentieren will. Dann, ne? Das ist wie, wenn ich zum Banker gehe und ihm sage, aber ich weiß, wie die Finanzierung geht, Sie müssen hier nur unterschreiben. So ist es. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag bei Smartest Home. Wie ihr wisst, ich hatte euch das ja angekündigt. Ich stelle euch mal das Architekturbüro vor, welches es geworden ist. Und ich bin jetzt in Pöcking am Starnberger See. Zu meiner Rechten sitzt der Herr Wiesler und zu meiner Linken sitzt der Herr Schmidt. So, ich spreche Sie beide jetzt mal an und beginne mal. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt. Ich stelle es mal von an. Gute Architektur geht heute mit smarter Technologie von Beginn an zusammen. Und das ist meine erste Frage. Wir erleben einen Umbruch wie nie zuvor, momentan gerade. Und die Digitalisierung hat im Grunde erst angefangen. In welcher Weise spiegelt sich dieser Prozess in der Architektur wider? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Nein, gar nicht. Magst du sagen? Also aus unserer Warte ist tatsächlich Digitalisierung nicht unbedingt das, was im Haus stattfindet. Also jetzt aus der Warte des Architekten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja ein Feld, was Sie bedienen. Für uns ist Digitalisierung im ganz Großen, dass ich die Möglichkeit der Technik nutze, um Architektur rüberzubringen. Und zwar fühlbar, echt. Zeit. Das heißt, das, was im Kopf stattfindet, was wir im Kopf haben, was wir bisher mühsam erklären mussten durch Skizzen, können wir mittlerweile intuitiv über 3D-Geschichten rüberbringen. Das ist Digitalisierung pur aus unserer Warte heraus. Ja, und es geht ja heutzutage jetzt auch noch weiter, dass man im Prinzip ja auch mit den 3D-Brillen so weit schon ist, dass man nicht bloß am Computer mit dem Bauherrn das Ganze ja anschauen kann, sondern sogar ja auch noch wirklich virtuell wie in Realität durchgehen kann. Und das ist natürlich ein ganz anderer Gestaltungsprozess mit dem Bauherrn, ihm das viel leichter transportieren zu können. Ja. Jetzt ist das ja so, dass wir jetzt gemeinsam in 3D angefangen haben zu planen. Für mich war es jetzt nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ne? Und die Pläne sind ja trotzdem dann noch in 2D, die dann eingereicht werden. Und bei uns ist es ja auch so, ne? Wenn man jetzt die Gebäudesystemtechnik plant, kommen oftmals so die Fragen, wann wird es denn in 3D? Ne? Wann macht man das Ganze in 3D? Für den, der es installiert, der guckt auf 2D. Wie groß ist denn der Anteil der Leute, die jetzt sagen, ja, wir machen das in 3D? Und wie lange macht ihr das schon so? Also es ist ein schleichender Prozess. Und die Kurve geht einfach nach oben, ganz klar. Wir haben immer in 3D gedacht, es an die Leute weitergegeben. Die technischen Möglichkeiten sind im letzten Jahr bei uns nochmal perfektionierter dahingehend geworden. Und bei allen hochwertigen Sachen würde ich sagen, geht es nahe 100%. Jeder, der was wirklich Tolles haben will, mag es auch in 3D haben. Der sieht es einmal als Beispiel bei uns und sagt, genauso will ich es haben. Also ich habe einen Fall bisher gehabt, jetzt im letzten Jahr, wo Bauherren am Anfang gesagt haben, ja, wir können uns das gut vorstellen, das brauchen wir nicht unbedingt. Dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich entwerfen wir aber im 3D, im normalen Computerprogramm. Wir geben es nicht rüber dann ins mit Materialien belegende 3D-Programm. Aber dennoch, für diese eine Schleife machen wir es eh in 3D. Und als ich es ihnen dann gezeigt habe, haben sie auch bestätigt von wegen, ja, es war doch gut, das, was wir nochmal so gesehen haben, es ist doch was anderes, wenn wir da durchlaufen können. Wenn man auch sieht, die Modelle bei uns draußen, also früher haben wir das ja auch schon 3D transportiert, aber eben wirklich noch mit der händischen Arbeit und jetzt wirklich eher mit diesem rein virtuellen. Ich komme zu einer nächsten Frage, die mir jetzt wirklich brennt. Sie bauen sehr viele Einfamilienhäuser individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner angepasst. Das ist ja schon, Individualität ist ein hohes Gut. Inwiefern spielen beispielsweise Licht, Blickachsen und intelligente Technologie zusammen?
Tatsächlich kommt intelligente Technologie einen Schritt später rein. Die Grundsätzlichkeiten sind ganz, ganz basic information. Es geht wirklich darum, wie steht das Gebäude, wo schaue ich hin. Die Technik nachher, wenn es über Lichtplanung oder solche Dinge geht oder Verschattung und all diese Dinge, das ist die zweite, dritte Ebene. Die erste Ebene beschäftigt sich mit Grundsätzlichkeiten, die genauso sind wie vor 500 Jahren oder 1000 Jahren bei Dingen. Aber sie sind aufs jeweilige Ding, auf das jeweilige Objekt, auf die Leute perfekt runtergebrochen, wenn man es ernst meint. Hat noch gar nichts mit Technik zu tun, aber die Technik nimmt nachher genau die gleichen Dinge nochmal vorweg. Also Thema Verschattung, die ja alle irgendwie technisch letztendlich gesteuert werden, aber die gehen in den gleichen Prozess, den ich erstmal nur von der Hardware-Seite quasi anschaue. Mhm. Steht das Ding richtig? Habe ich ein Problem mit der Sonne? Wie tue ich es passiv regeln? Mhm. Dann kommt erst der ganze technische Teil hinterher, der das noch unterstützt. Mhm. Das ist ja natürlich auch, denke ich mir, eine Frage, welcher Kunde sitzt bei Ihnen, bei euch da davor? Ist das nicht so ein Prozess? Gibt es da nicht auch schwierige Kunden oder Leute, die es einfacher dann das Ganze machen? Wie ist das da? Also es ist generell natürlich immer schwierig, wenn der Bauherr natürlich für sich bauen möchte und dann auch gewisse Vorstellungen hat und dass er gleichzeitig die Wünsche auch loslassen kann. Also dass er die Wünsche mitteilt und dann gleichzeitig aber eben den Architekten mit dem Wissen, dass der kreative Mann ist, den auch gewähren zu lassen in einem gewissen Rahmen. Und dazu braucht es auf der anderen Seite wieder genauso den Architekten, der auch spürt und dann auch den Bauherrn aber mitnimmt auf diese Reise und in seinen Kopf quasi mitnimmt und ihn da quasi mitbegeistern kann, warum er was wie macht, damit er ihn abholen kann und nicht einfach sagt, jetzt mache ich mein Ding, weil mir das gut gefällt, egal was der Bauherr dann dazu sagt, sondern diese gemeinsame Mischung. Bei mir ist auch so, dass wir machen jetzt separat unsere Gespräche. Der eine hat den und der andere hat den anderen. Jeder hat, glaube ich, einen anderen Ansatz. Aber das Prinzip ist, sich genau das anzuhören. Und also ich zum Beispiel mache so, ich sage immer, das ist schön, das ist aber eine Abstraktion und seien Sie mir nicht böse. Ich mache es vielleicht komplett anders, aber weil Sie am Ende glücklich sind, wenn ich es anders mache. Aber nur, um das zu matchen, was Sie wollen. Also das heißt, ich höre es mir an, aber ich weiß, dass mein Gegenüber erwartet, dass ich das abstrahiere. Weil wenn ich das nur umsetze, das ist banal. Und gleichzeitig, wenn ich das Gefühl hätte, jemand ist so verstockt, dass er eigentlich nur will, dass ich seine abstruse Vorstellung, die er sich selber macht, aber die noch nicht quasi überdacht ist, wenn ich die einfach nur umsetzen soll, dann würde ich sagen, okay, da kommen wir nicht zusammen, das funktioniert nicht. Das ist wie, wenn ich zum Banker gehe und ihm sage, aber ich weiß, wie die Finanzierung geht, Sie müssen hier nur unterschreiben, so ist es. Aber das sortiert sich im Vorfeld. Inwiefern beeinflusst die Notwendigkeit von Technikschacht oder Technikraum die Architektur? Das haben wir jetzt gerade in unserem aktuellen Beispiel ja auch erlebt. Das ist die Basis, die funktionieren muss. Gute Architektur, die einen Technikschacht berücksichtigt, ist gar nichts. Aber eine gute Architektur muss es immer auch berücksichtigen. Es ist das Grundwissen, das ist wie ein Verb durchzudeklinieren. Das muss einfach funktionieren. Im Zuge dessen tut man es auch. Aber die wirkliche Qualität vom Entwurf, die liegt ganz woanders. Das ist selbstverständlich, dass es funktioniert, dass es vielleicht auch intelligent funktioniert. Aber ist heute noch lange nicht selbstverständlich. Nein, aber sagen wir mal, ein guter Entwurf, der das nicht hinkriegt, ist kein guter Entwurf. Aber ein guter Technikschacht ist garantiert kein guter Entwurf alleine. Komme ich gleich zum Punkt, der mir auch wichtig ist. Was haben ein guter Grundriss, eine gute Raumaufteilung mit einem smarten Haus, zum Beispiel Komfort oder Energieeffizienz zu tun? Also ich spreche von eigener Energieerzeugung, haben wir ja auch aktuell. Die Elektrozapfsäule vor der Haustür und eine Lüftungsanlage, die ganze Geschichte. Die grundsätzliche Ausrichtung natürlich schon mal, wie öffne ich das Gebäude, wohin, nordseitig, südseitig, mehr, weniger. Also diese Grundsätzlichkeiten und Ausrichtungen der Verschattung, Besonnung. Das andere ist, dass es je kleiner, je einfacher, umso besser ist. Das heißt, wenn ich mit Technik was retten muss, habe ich schon vorher was falsch gemacht. Im besten Fall sind die Wege kurz, sind die Schleifen kurz, sind Stränge an der richtigen Stelle, habe ich die Kosten dadurch minimiert. Eben brauche ich keine Verschattung, weil ich einen Fehler mit dem Licht gemacht habe. Ich habe Grundannahmen im Gebäude, die bestmöglich das abbilden, was Sie als Kunde wollen.
oder auch mehrere Kunden, wenn sie kombiniert sind. Mhm. Und die Technik geht in die gleiche Richtung, mhm. Aber ich schaffe eine quasi intelligent gestaltete Hülle, mhm. die ich dann noch intelligent fülle, im besten Fall. Wir haben mal ganz interessante Grafik gemacht mit den diversen Punkten, die wichtig sind. Also eben die Wünsche des Bauherrn, die Kosten, Zeitmanagement, Gestaltung. Und das ist einmal wieder so, dass man sagt, in der Mitte ist das Perfekte sozusagen, aber ein Punkt sozusagen, wenn ich Gestaltung mehr machen will, gehen die Kosten vielleicht wieder weg, weil das vielleicht auch optisch eben was. Also ich kriege nie alle perfekt zusammen, es wird immer so ein Spiel sein. Und da muss man gucken, was der Bauherr sozusagen, welche von diesen Aspekten sind ihm am wichtigsten und wo kann ich mich am besten sozusagen dem gemeinsamen Nenner sozusagen nähern. Dann stellst du mir die Frage, ist es für Sie einfacher, was Kleines, Kompaktes, Multifunktionales zu erfüllen, weil oftmals gibt es ja so die Diskussion, naja, du hast jetzt hier statt 300 Quadratmeter, sage ich mal, ne, da hast du sowieso mehr Möglichkeiten. Die Frage ist, wie gut die Aufgabenstellung gestellt ist vom Kunden. Auch es gibt manche Aufgabenstellungen, die funktionieren eben mit den drei, was der Schmidt gerade gesagt, mit den drei Dingen gar nicht. Das ist zum Beispiel, mach mir ein perfektes Einfamilienhaus und schaff mir die Flexibilität, noch die Oma im Dachgeschoss unterzubringen, aber sie sollen separaten Zugang haben. Der Satz ist schon falsch, er funktioniert nicht. Das heißt, das Erste ist, ich muss überhaupt versuchen, kann ich einen Behinderten ins Dachgeschoss bringen? Und deswegen ist es oft eine Frage, die Aufgabenstellung so weit runterzubrechen, dass ich eine intelligente Lösung machen kann, weil zu manchen gibt es keine intelligente Lösung. Zum Beispiel, schaffen eine perfekte Solaranlage auf die Nordseite. An der Aufgabe werde ich scheitern. Es geht nicht. Mhm. Und manchmal kommen solche absurden Dinge, wo der erste Job von uns ist, überhaupt das zu sortieren. Mhm. Corona zeigt uns, wie wesentlich Wohnen ist und wie notwendig es ist, Räume flexibel nutzen zu können. Ohne großen Aufwand, das ist ja noch das Thema, inwiefern trägt Architektur dem Rechnung? Also das Thema Homeoffice, Gewerbe sinkt, die Preise sinken, Gewerbebauten wird in den nächsten Jahren nicht mehr das große Thema sein. Jetzt ziehen die Leute alle, ich sag mal so, wenn sie die Möglichkeit haben, in ihren eigenen privaten Bereich. Das ist ein Riesenthema. Mhm. War tendenziell immer schon so, aber wird im Moment noch mal mehr befeuert, weil viele Firmen es unterstützen. Mhm. Und natürlich arbeitet man nur gerne zu Hause, wenn die Dinge abgeschottet sind oder wenn sie teilzugeordnet sind. Also das auseinander zu dividieren, wie nah will man an, zum Beispiel mit dem Arbeitsbereich, an dem Wohnbereich sein. Wie sind die Belichtungssituationen an der Stelle? Wie gut ist es schallisoliert? Und eben, wie flexibel ist es nutzbar? Im Prinzip ein Homeoffice kann genauso gut ein Gästezimmer-Wochenende sein. Mhm. Das ist im Moment einfach mehr in den Köpfen der Leute, dass sie einen Wahnsinnsvorteil haben, wenn sie auf ihren, sagen wir mal, 150 Quadratmeter das auch noch hinbringen. Mhm. Und dass sie es in 10 Jahren mit einer guten Lösung auch wieder switchen können. Einen separaten Eingang, der auf einem kurzen Weg, dass man es vielleicht mal vermieten kann. Und das ist natürlich im letzten Jahr plastisch vielen vor Augen gekommen, wie wertvoll ein Haus ist, was das auch noch liefert. Das haben wir eigentlich 90-100% schon immer gehabt, haben das auch vor Corona schon, dass unsere Kunden eigentlich immer dieses Thema mit Büro flexibel noch dazu zu haben, wenn es irgendwie geht, noch einen Raum als Büro nutzen zu können. Und ich denke, durch Corona jetzt nochmal zusätzlich auch das Thema einfach das Urlaub machen zu Hause sozusagen. Ne? Also so eine kleine Wellness-Oase vielleicht noch irgendwo sich einzurichten, eine kleine Sauna oder sowas noch mit dazu. Und das eben, wie Sie sagen, so flexibel wie möglich noch hinzukriegen. Ja. Sie bauen jetzt viel am Starnberger See hier. Das ist so meine Wahrnehmung. Ne? Welche architektonischen Besonderheiten gibt es hier? Im Positiven oder im Negativen? Sowohl als auch. Im Negativen, dass viel zu viel Geld manchmal da ist. Im Positiven, es gibt auch sehr viele schöne ländliche Geschichten. Oberbayern ist klasse. Holz, Architektur, das hat auch viel mit Bescheidenheit zu tun, das vielleicht viele neu hinzugezogene nicht ganz so sehen. Also sich in diesem Kontrast zu bewegen, dass das schon viel Tradition hat, auch schöne Bauten hier, diese Jahrhundertvillen. Alte Bauernhäuser und das in eine neue Zeitgestalterschule zu bringen, ist eigentlich in der Ecke, die wir, glaube ich, jetzt einfach schon sehr schätzen. Aber es hat auch viel, also absurde Auswüchse, weil manchmal einfach zu viel Geld da ist. Was sind absurde Auswüchse? 500 Quadratmeter goldglitzernde Kerzen, die auch irgendwo in Monaco stehen können. Die haben ja nichts. Okay. Aber das ist ja jetzt nicht das Beherrschende, ne? Ja. Nein, ist es nicht. Aber das ist der Konflikt, in dem man sich hier bewegt. Weil ein Starnberg steht für eine gewisse Haltung, für ein, also
hat ja schon einen Namen in Deutschland auch für solche Dinge. Also das ist vielleicht nicht eher das Feld, was wir so bedienen und wir auch denken, dass man sich hier positionieren sollte. Wie man sich in der dörflichen Umgebung einfügt, aber auch wie man in den Städten hier agiert. Das sind ja letztendlich trotzdem kleine, überschaubare Städte. Und da muss man irgendwo auch, wenn es um Gestaltung geht, eine Antwort darauf finden, wie man sich in dieses wirklich liebliche Voralpenland irgendwie einfügt, aber trotzdem nicht retro baut. Ja, dass man dem Bauherrn das auch irgendwie von Anfang an vermittelt, aber manchmal ist es dann auch schwierig, also wenn er einfach seine Vorstellungen hat. Habe auch schon erlebt, dass er halt einfach sich auch protzig zeigen möchte. Ja, also das hört man dann so durch, ein paar Sätzen immer wieder, dass er halt einfach auch vor den Nachbarn sich da präsentieren will. Dann, ne? Und da ist halt auch so ein, von Anfang an kann man es ein bisschen steuern, aber da merkt man dann auch relativ schnell, okay, da muss man den dann halt auch einfach lassen und dann macht man das für ihn so, aber man kann es versuchen, ein bisschen zu steuern. Aber es sind nicht die Sachen, die sie gerne machen. Nee. Also es muss nicht protzig sein, sondern es soll sich einfügen. Mhm. Aber natürlich muss der Kunde am Ende natürlich für sich auch einfach glücklich da drin sein. Und aber die meisten Leute eigentlich erkennen, wenn man ihnen eine Qualität bietet, ich meine, man hat ja eine Vorstellung, was man haben will. Man hat 100, 200, 300 Quadratmeter, in denen man sich irgendwie bewegen will. Und an vielen Punkten, wenn eben wir irgendeine ungewöhnliche Lösung machen, merkt der Kunde, dass es seine Bedürfnisse komplett erfüllt. Dass es automatisch ein Understatement vielleicht wird, weil es geht uns ja nicht darum, uns tatsächlich technisch eine Hülle zu machen, die nun fotografiert wird und dem Kunden letztendlich nicht darum zu machen, Eindruck zu schinden, sondern er möchte drin sein und sich wohlfühlen. Und wenn man ihm dann zeigt, wo die Plätze sind, wo er sich wohlfühlt und weshalb er sich wohlfühlt, tritt die Show nach hinten, weil dann überzeugt ihn die Qualität der Dinge, die da sind. Und im besten Fall kriegen wir das en passant hin, dass es sich auch ein bisschen nach außen zurücknimmt. Ja, das war jetzt ein nettes Gespräch mit WSM-Architekten. Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier aus freier Entscheidung zusammen. Und ich möchte hier von vornherein schon mal sagen, es ist meine Entscheidung gewesen, euch WSM-Architekten vorzustellen. Wir sind hier am Starnberger See. Ich schaue jetzt gerade durch die Fenster, also das könnt ihr nicht sehen, da sieht man die Berge, da sieht man jetzt gerade so den Sonnenstand. Es ist eine schöne Gegend und dass wir jetzt gerade uns dafür entschieden haben, nicht protzig zu bauen, ist auch überhaupt gar nicht meine Intention und aber trotzdem eine sehr gute, nicht retro, wie Sie sagen, Architektur hinzustellen, das werdet ihr dann noch sehen, wenn wir euch die Details zeigen. Ich glaube, es ist noch zu früh, ich will das ein bisschen spannend machen. Und für alle, die jetzt zugeschaut haben, die sich mit dem Thema Architektur hier in der Region beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den Daumen, wer uns noch nicht abonniert hat in dem Bereich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.